Die Grünen-Politikerin Tessa Ganserer macht Wahlkampf in ihrer Heimat Nürnberg. Die 44-Jährige will in den Bundestag einziehen. Seit 2013 ist sie bereits Abgeordnete im Bayerischen Landtag. Damals wie heute steht ihr früherer männlicher Vorname auf dem Wahlzettel. Der Name Tessa erscheint diesmal nur zusätzlich in Klammern. Die 44-Jährige hat zwei Kinder und ist verheiratet. Sie ist die erste deutsche Abgeordnete, die sich als transgeschlechtlich geoutet hat. Eine Namensänderung hat sie bislang nicht angestoßen, wegen des in ihren Augen entwürdigenden Prozederes. Ich finde das demütigend. Es verletzt mich persönlich, weil ich diesen Namen abgelegt habe, weil er einfach falsch ist. Und es führt natürlich auch zu Schwierigkeiten, weil ich das jetzt den WählerInnen erklären muss, warum dieser alte und falsche Name auf dem Wahlzettel stehen wird. Vor allem im Internet ist Ganserer immer wieder Anfeindungen ausgesetzt. Zuletzt wurde ein Blogger zu 24.000 Euro Strafe verurteilt, weil er Ganserer und zwei weitere Frauen online beleidigt hatte. Ich habe im persönlichen Umgang an Infoständen noch kein böses Wort vernommen. Und es zeigt halt, dass wir gerade in den sozialen Medien mit Hate Speech ein enormes Problem haben, aber die Gesellschaft eigentlich sehr offen, sehr tolerant ist. Die Chancen stehen gut, dass Ganserer in den Bundestag einzieht. Auf der grünen Landesliste belegt sie den relativ sicheren Platz 13.